Ja, hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend. Ja, wie gesagt, gehe ich wieder durch meinen Garten, wie man sieht. Und ja, in diesem Garten befinden sich mittlerweile auch Blumen. Ja, und diese Blumen haben natürlich auch Rosen dabei. Aber was ich sagen möchte oder sagen wollte, ist, gestern habe ich für euch Geräusche gebracht in Mal am Abend, wie sie hier. Aber das soll ja nicht nur die Geräusche sein. So, ich habe mir gedacht, wenn ich schon durch meinen Garten gehe und hier die ganzen Blumen euch zeige, möchte ich euch aber auch sagen, nicht nur die Blumen ist das Einzige, sondern was ich sagen wollte, es gibt da nicht nur Blumen in Manuel am Abend. Ja, und zwar gibt es auch eine ganz andere Menge Sachen, die es in Mahn am Abend zu sehen gibt. Und heute, wie gesagt, sitze ich hier in meinem Garten, genieße ein bisschen die Luft. Ich zeige euch mal, wie es oben aussieht. Ja, ein bisschen grau, aber trotzdem trocken, hat nicht geregnet. Was will man da mehr, ne? Und wenn ich hier schon in meinem Garten sitze und mit euch spreche oder euch was erzähle, sollt ihr doch gerne dabei sein. Gut, gestern gab es ja diese Geräusche hier. In der Küche mal wieder, weil ich auch Zuschauerwünsche erfüllt habe. Und ja, es werden bald natürlich auch wieder Zuschauerwünsche kommen. Zum Beispiel hat einer geschrieben, ich sollte, was ich euch mal zeige, da sieht man ein Tor. Da bin ich ja drüber hergesprungen. Ja, und da wollte jemand auch mal gerne, dass ich auch Horst über was von was Höheres runterspringe. Das erfüllen wir euch auch noch in Mahnen am Abend. Aber wann das genau kommt, kann ich euch nicht versprechen. Dass es kommt, verspreche ich auf jeden Fall. Aber momentan wird daraus noch nichts, aber in der nächsten Staffel auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, es wird auf jeden Fall was. Und man muss auch dazu sehen, erstmal muss ich Möglichkeiten finden, wo ich runterspringen kann und so, und die finde ich auch und die habe ich auch schon gefunden. Aber ich muss auch die Zeit dazu haben, das aufzunehmen. Und hier bei mir zu Hause oder in meinem Garten, da kann ich das mal eben zack, zack machen. Aber ich habe hier keine Möglichkeiten, von hohen, runden Sachen runterzuspringen. Momentan. Aber wie auch immer. Und für denjenigen, der das gerne sehen möchte, guckt sich einfach einen Skönnenfilm an. Der kann dann nämlich sehen, was ich euch jetzt auch zeigen werde, ist in diesem Skönnenfilm zu sehen, wie ich vom Balkon springe. Natürlich nicht wirklich. Ein bisschen bearbeitet. Diesen Balkon. Nach da runter und bin dann nach da weggelaufen. Ja, und diesen Balkon könnt ihr natürlich sehen in dieser Folge, in dieser Skönnenfolge. Die steht sogar zweimal hier. Einfach es können 2000, einfach nur es können eingeben oder es können 2004. Also einfach Boris Zoo hier. Ihr wisst ja, wo ihr meine Videos findet. Und da findet ihr auch den Es können-Film. Ja. Und schaut euch das an. Es können 2012 oder 2011. Eins von den beiden Jahren müsst ihr dahinter eingeben. Es können 2011 oder 2012. Dort könnt ihr das natürlich dann sehen. Ja. Und in den Es können-Filmen, dort habe ich das natürlich gemacht. Und könnt ihr natürlich sehen, wie ich durch meinen Garten renne und es können mache, auch auf der Straße, diese Geräusche. Für die Geräuschefans können dort nochmal nachschauen. Ja, und ich muss jetzt leider auch wieder Schluss machen. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr zu Manuel am Abend. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin und tschüss.